drei Buchstaben, MHP oder wie Jan mir gesagt hat, auch Technical McKinsey. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen reingehen. In dieser Folge rede ich mit einem MHP-Partner darüber, was er eigentlich den ganzen Tag macht, wo sich vielleicht ein bisschen auch MHP hin entwickelt, aber was vor allen Dingen in so deinem Feld Software, Vehicle, Software-Driven Company, ein bisschen Sustainability ist auch noch mit untergemischt, also ganz, ganz viele Trendbegriffe. Da frage ich mich an, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ja, also fangen wir vielleicht mal vorne an. MHP hat sich als Firma aus der sehr, sehr klassischen Domäne IT-Beratung über die letzten Jahrzehnte wirklich stark entwickelt in Richtung Prozess-, Organisations- und Managementberatung. So, daher auch der sicher so ein bisschen auch vielleicht auch ein bisschen irritierende Begriff, den du gerade genannt hast. Aber was will ich damit ausdrücken? Dass wir mittlerweile sowohl das Management-Consulting beherrschen, als auch die Verknüpfung, was muss ich eigentlich für strategische Entscheidungen bedenken, durchdenken oder entwickeln, bis runter, was heißt das eigentlich in der Organisation, was heißt das in meinen Prozessen, was heißt das in meinem System, in meiner Datenlandschaft, in meiner Architektur. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, wo sich Beratung insgesamt hin entwickelt. So. Was mache ich? Ich kümmere mich ganz stark um, wir nennen das Value Driver oder um das Themenfeld Software Defined Vehicle. Und wir verstehen das, dass es über das Fahrzeug hinausgeht. Also vielleicht ganz kurzer Automotive-Exkurs. Was passiert gerade? Wir erleben wahrscheinlich die stärkste Transformation der Automobilindustrie, die es jemals gab. Ja, also wir kommen aus einer Welt, wo ich auf einen sozusagen sehr, sehr klassischen Weg mal die ganze Hardware-Seite des Autos entwickelt habe. Ja, dann habe ich mich um die Produktion gekümmert, dann habe ich mich darum gekümmert, wie ich die Autos sozusagen Richtung Kunde bekomme, die Autos verkauft und dann natürlich über den Service und so weiter die große Flotte maintained. Und mittlerweile ist es so, dass das Digitale im Auto ja heute schon viel, viel umfangreicher geworden ist. Nach vorne hin gehen wir davon aus, dass sozusagen die Taktung, ja, wie Automobil funktioniert und wie Automobilentwicklung funktioniert, nicht mehr von der Hardware-Seite, sondern von der Software-Seite sein wird. Und das ist natürlich für große Automobilhersteller gerade die Herausforderung, genau diesen Schwenk hinzubekommen. Ja, das kann ich vielleicht vergleichsweise auf einer grünen Wiese schneller und einfacher erreichen, habe aber dann natürlich nicht die Vorteile, dass ich halt schon weltweit skalieren kann, weltweit Werke habe und so weiter. So. Dazu kommt, dass wir den Schwenk haben auf der Antriebsseite, dass es nicht mehr darum geht, Verbrennermotoren zu bauen, sondern ich muss halt Elektromotor beherrschen, ich muss Batterie beherrschen, ich muss Laden beherrschen, ich muss die Ladeinfrastruktur und so weiter haben. Und ich muss mithalten, vielleicht auch irgendwann überholen, was auf der User Experience und auf der digitalen Interaktionsseite zwischen Nutzerinnen und Nutzer des Autos und dem Auto passiert. Also das, was wir alle vom Smartphone kennen. Ja, dein Smartphone ist ja mittlerweile der Digital Twin deines Lebens. Ja, da ist eine ganz, ganz starke Verzahnung in die Lebensbereiche. Du nutzt das wahrscheinlich relativ regelmäßig und häufig. Ich sage mal, die meisten Leute würden lieber ihr Portemonnaie verlieren als richtig, Handy. Richtig, absolut. Und da ist das eine oder andere halt noch unbeantwortet, welche Rolle wird genau in deinem digitalen Leben das Auto einnehmen. Entweder ist es deins oder das, was du halt nutzt. Und das ist das, wo ich mich mit beschäftige, wo wir als Team drüber nachdenken, ja, wo wir sehr, sehr stark auch im Fahrzeug sind oder am Fahrzeug sind, um das technisch zu ermöglichen. Ja, das geht von regulatorischen Anforderungen, dass du jetzt als Beispiel E-Call, das ist ein Unfall, dann muss das Auto halt funktionieren, dass es halt den Notruf entsprechend absetzt, bis natürlich zu Dingen, dass du, wenn du jetzt sozusagen Apple-User bist, dass du natürlich auch die Apple-Interaktion hast oder halt die Android-Interaktion oder was auch immer. Plus natürlich auch in die, sagen wir mal, eher zusätzlichen Dienste oder Möglichkeiten, also ja diverse Ideen, welche Geschäftsmodelle möglich sind, worüber man nachdenken kann, wie viele davon dann irgendwann mal kommen sollten, das sei mal dahingestellt. So, und dann haben wir
natürlich zwei große zusätzliche Veränderungen. Auf der einen Seite das Thema Gen AI, was Unternehmen disruptieren wird, was aber auch Produkte anders erlebbar machen wird. Und in der Mobilität natürlich das Thema automatisches Fahren. So, also das ist sozusagen das, was am und im Auto passiert. Es wird also zukünftig updatefähig sein, sich anpassen können. Du wirst Dienste temporär dazu buchen, Leistungsmerkmale des Autos nur mal für ein Wochenende nutzen, wie auch immer. So. Mhm. Und wenn ich das jetzt weiterdenke und wir als MHP natürlich ganz, ganz stark in Automotive beraten, auch in Manufacturing und anderen Branchen und das natürlich auch alles miteinander verwoben, dann kommen wir auch dahin, dass wir auf der Seite, was muss jetzt in Unternehmen passieren, um diese andere Art von Produkt zu erzeugen, da ist sozusagen die Überschrift Software-Driven Company. So, und da kommen wir dann halt zu den Punkten. Gen AI, was heißt das eigentlich? Wie nutze ich das? Wo setze ich das ein? Wie verändern? Welche Anpassungen in meinen Prozessen, in meiner Organisation muss ich machen? Ja, muss ich vielleicht eine deutlich liquidere Organisation bauen, dass ich nicht mehr so starr in Silos bin, dass ich da viel flexibler bin? Wir haben alle erlebt, was die letzten Jahre auch mit Shift von vor Ort und Remote-Arbeit passiert ist. Ja, ich habe viele sozusagen Big Techs, die aus unterschiedlichen Bereichen in den letzten Jahren halt sehr, sehr stark gewachsen sind, die relevant sind für die Industrie. Also ServiceNow, Microsoft, Google, AWS, bis zu Nvidia, wie auch immer. Also das sind, könnte ich jetzt noch mehr aufzählen, ja, ohne, das ist jetzt sicher nicht abschließend die Liste. Und da muss sozusagen die Industrieseite mehr und mehr einen Weg finden, die Fähigkeiten dieser Big Techs auch auf der Unternehmensseite und auf der Produktseite zu nutzen. So, das hat für Automotive natürlich eine große Implikation. So, Sustainability, du hast es angesprochen. Da also vielleicht, bevor wir das Sustainability-Thema aufmachen, kurz mal da bleiben, ne? Weil du sprichst von Software und Autos und ich kann mir mittlerweile besser vorstellen, dass wir auch in der Lage sind, Autos zu bauen, die eine gewisse Performance haben, okay. Bei dem Thema Software fällt mir das noch extrem schwer. Also ich traue irgendwie deutschen Automobilherstellern zu, dass die irgendwie auch Technisches hinkriegen. So, aber diese Kundenschnittstelle auch hinsichtlich, die ist aus meiner Sicht ja sehr stark hinsichtlich Nachfrage geprägt. Mhm. Also ich setze mich selbst irgendwie in einen Porsche und will halt Apple CarPlay haben. So, das heißt, weil da ist die Softwarekompetenz. Ja. Reden wir von der gleichen Software? Also so, ich bin jetzt ein bisschen im Entertainment-Bereich. Ja. Weil ich da nicht das Gefühl habe, dass ich mich jetzt irgendwie an eine geile User Experience in einem hochwertigen Auto von einem deutschen Hersteller erinnern kann. Also da ist man irgendwie, ich bin da schon zufrieden, wenn die nicht fehlerhaft ist. Ja. Und das dafür, dass es irgendwie, ja, so, du sprichst jetzt viel von Software, ne? Und dann gibt es viele, viele andere Themen noch. Aber ich bin da eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also gibt es jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, geil, krasses Feature oder das wird in meinem Freundeskreis diskutiert, was nicht mit amerikanischen Softwarefirmen zusammenhängt. Ja, jetzt müssen wir differenzieren. Also ich verstehe deinen Punkt total und die Frage wird auch sein, gibt es diesen Case, der tatsächlich das, was du direkt als singulären digitalen Use Case erlebst, der zu differenzieren ist zu dem, was dein Smartphone kann. Also relativ plumpes Beispiel, wir können darüber diskutieren, wie relevant ist es, dass du auf deinem Fahrzeug-Infotainment die Abfahrtzeiten deines Zuges am Bahnhof hast, wenn du wahrscheinlich eine App hast, wo du eh dein Ticket drauf hast. So, das kann man machen. Wie stark dahinter der Use Case ist, to be discussed. Ja, so. Wenn es um Software geht, dann passiert im Auto nochmal ganz, ganz viel, was du als Fahrer gar nicht mitbekommst. Also das ist sozusagen alles, was dann hinterm Infotainment oder hinterm Blech passiert. Weil wir natürlich die Sensorik, die verbaut wird, ja, und das, wie ein Auto dich ja heute schon unterstützt bei der Fahraufgabe, ja, das Umfeld beobachtet, Bremsvorgang vorbereitet, Notfallbremse auslöst, all diese Dinge. Also gibt es ja zahlreiche Geschichten. Das muss ja am Ende des Tages auch funktionieren. Du kannst halt nicht für jede dieser Funktionen
sozusagen eigenen Kabelstrang legen und einen eigenen Sensor und einen kleinen Rechner, der das macht, sondern musst dir überlegen, wie baue ich eigentlich die Architektur meines Autos, dass es in der Lage ist, das, was technisch heute notwendig ist zu leisten, das, was morgen und übermorgen geleistet werden muss, so hinzubekommen, dass es ausfallsicher ist, extrem schnell und halt auch die entsprechende Rechenleistung da ist. So, und da gibt es halt zusätzlich noch einen Shift von einer eher traditionelleren Fahrzeugarchitektur mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Steuergeräten, die natürlich alle unterschiedlich agieren, unterschiedliche Sprachen sprechen, hin dazu, das eher zentraler oder sozusagen ja, fokussierter zu machen, so, ohne da jetzt technisch tief drauf abzusteigen. So, also das ist schon mal das eine. So. Also meinst du so ein bisschen, dieses Steuergerät von Bosch muss mit Steuergerät von Conti genau. Halt irgendwie arbeiten, alles kompatibel sein, und das sind eigentlich Ineffizienzen, die sich bei der Geschwindigkeit, bei der Anforderung dann nicht mehr gleichen. Ja, also das ist, also es ist lösbar, ja. Ich glaube, das ist. Das ist einfach unvorteilhaft. Ja, also es ist momentan eine Aufgabe, die gelöst werden muss. Und da gehst du natürlich auch dahin, dass du sagst, du musst halt nicht nur die Architektur anders machen, du musst halt auch so eine Art Betriebssystem für dein Auto haben, also so ein CarOS. Das hat aber jetzt mit dir als Nutzer erstmal noch nicht so viel zu tun. Und dann kommen wir halt irgendwann dahin, wie bettet sich das Auto eigentlich ins Ökosystem ein, ja, in deine Lebenswirklichkeit? Ist es dann halt nur sozusagen über einen Infotainment-Screen, wo wir jetzt, wie du gesagt hast, vollkommen richtig, Apple CarPlay als Beispiel, andere Lösungen gibt es da auch, wo sich dann eigentlich ein gibt's auch, ja, anderes Unternehmen davor schaltet. Nichtsdestotrotz, du hast bei dem Produkt Auto natürlich auch viele Chancen, weil du hast ein Raum, der erstmal von ja, Privacy oder abgekapselter Raum, ein bestimmtes Maß an Sicherheit, da kann man ja drüber nachdenken, was man damit macht. Ja, und es ist offensichtlich so, dass in unterschiedlichen Märkten ganz, ganz viele Menschen dieses Produkt gut finden. Ja, so. Und jetzt logischerweise adressieren, wir wollen das aber digitaler, individueller, schneller, anpassbarer, was auch immer, so wie wir es halt auch aus anderen Industrien und Branchen kennen. Und da sind viele Fragen offen. Ja? Also zum Beispiel auch, was ist denn eigentlich auch so ein Premium-Digital? Ja? Also Premium-Hardware kennen wir. Ja? Also Premium-Sportwagen, gibt es diverse Marken, die sehr, sehr schöne Autos bauen, mit denen man sicher vortrefflich über eine Rennstrecke fahren kann. Das ist beantwortet. Aber was ist zum Beispiel ein Premium Digital? Mhm. Und ich sehe das als Chance. Ich habe da heute auch noch nicht die Antworten drauf. Mhm. Und das ist das, glaube ich, da wird es hingehen. Ja. Ganz spannender Punkt, weil ich gerade irgendwie dran denken musste, wie ich vor ein paar Jahren einen neuen Golf GTI, 8er Golf oder sowas war, das hatte. Und, das ist auf jeden Fall einen guten Autogeschmack. Ja, mhm. Danke. Ich mag Porsche lieber. Aber damals war das super und ich fand auch das so ganz okay mit dem digitalen Bildschirm und so. Mein Vater, also dieser Generationenkonflikt, ja. Mein Vater ist dann überhaupt nicht klargekommen. Mein Vater hat dieses Auto verflucht, der hat sich ultra unwohl gefühlt. Der ist halt über 60, der ist halt oldschool. Das ist eigentlich ganz spannend, wie in der analogen Welt halt, dir kann Design gefallen und nicht gefallen, aber du kamst irgendwie in der Regel damit klar, fand ich. So bei dem Digitalen hatte ich das Gefühl, so einen Aufhänger zwischen uns zu haben. So, ja. Ne? Einfach so eine Ablehnung gegen das Auto, nicht aufgrund der Performance, nicht aufgrund, also echt einfach aufgrund der Haptik in dem Fall dann. Oder? Ja, absolut. Und da, ich meine, am Ende kommen wir dahin, ich muss meine Kunden verstehen. Und das, was du beschreibst, ist einfach, dass die Erwartung oder die Demand von unterschiedlichen Kunden, ich will jetzt nicht mit Personas kommen, sondern einfach, dass ich das halt besser verstehen muss als Hersteller. Und mein anderes Beispiel kenne ich aus dem privaten Umfeld auch einer älteren Person. Da wurde das Radio ausgetauscht, also das Infotainment kaputt. Und danach waren die Radiosender nicht mehr so abgespeichert wie vorher. Das ist trivial zu lösen, dass das nicht passiert. Aber es war von sozusagen dem Kundenerlebnis her so, dass sich darüber natürlich beim Kaffee unterhalten wurde, dass das massiv sich nicht negativ. So gut angefühlt hat. So, und das ist... Jetzt, und da komme ich halt jetzt wieder auf
leider auf den Smartphone-Vergleich, wobei, wie gesagt, ich will rausstellen, ein Auto ist nicht ein Smartphone auf Rädern. Ja, so, beim letzten Mal schon, genau, so deutlich gesagt. Dass, wenn dein Handy kaputt geht, das sieht das Neue, zumindest wenn du es jetzt nicht selber falsch gemacht hast, halt exakt so aus, wie du das Alte verloren hast. So, und das ist deswegen. Ganz ist, großen Unterschied, ja. Ist es wahrscheinlich so, dass es eine Dualität ist aus Aufholen, wo andere Industrien schon sind, und gleichzeitig darüber nachdenken, wo kann die Automobilindustrie generell gesprochen auch überholen und sozusagen Benefits bringen, die ich halt nur über ein Auto realisieren kann. Wir haben in der ersten Folge, die wir zusammen gemacht haben, ein bisschen über deine Ursprünge geredet, dass du aus Braunschweig kommst, dass du in der Zukunftsforschung angefangen hast bei VW, deinen Weg zur MHP, warum du da bist, all das thematisiert, also da auch Empfehlung, die Folge sich mal, wenn euch die Vita von Jan interessiert, anzuhören. Und jetzt verbringen wir auch hier sozusagen schon 1,5 Stunden miteinander und selbst in der Pause haben wir irgendwie so über Beratung bzw. Autos auch geredet. Was treibt dich denn da so an? Also ich habe fast das Gefühl, du bist so positiv ein bisschen besessen auch von dem Thema. So, liegt es daran, dass du aus Braunschweig kommst und die Autostadt da so nah ist? So ist es die Faszination am Auto selber? Du hast mal mit Werkzeugmaschinenbau und eher dann technisch auch gestartet. Jetzt ist es dann irgendwo mehr Technologie geworden mit MHP. Das ist alles. Also ich kann es hier tatsächlich nicht genau beantworten. Ich weiß aus Erzählungen von meiner Mutter, dass ich halt als so kleiner Stöpsel, als ich gerade sprechen gelernt habe und laufen gelernt habe, tatsächlich angefangen habe, bei Spaziergängen immer zu erzählen, welche Automarke das ist. So, also als so das erste Mal das Gehirn sich verdrahtet hat mit, ich erkenne, da ist ein Objekt, was irgendwie fährt, hat sich der kleine Jan irgendwie gemerkt, was das für eine Automarke ist. Und das, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, woran es liegt. Ich vermute, dass ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert, weil mich halt sowohl die Technik als auch die Wirtschaft interessiert hat. Ich bin auf einem Dorf in der Nähe von Braunschweig aufgewachsen, halt immer mit dem Bus zur Schule gefahren. Das war jetzt nicht immer so total spannend und erquickend. Also war schon klar, ich habe mich echt drauf gefreut, Auto fahren zu können oder zu dürfen dann irgendwann. Und wahrscheinlich bin ich halt auch noch so eine Generation, die automobilnah ist. Ja? Also ich könnte mir zumindest in der aktuellen Lebenssituation nicht vorstellen, ohne Auto klarzukommen. Ja, das liegt aber auch daran, dass wir jetzt mittlerweile, habe 3 Kinder, also meine Frau und ich dann entschieden haben, dass wir irgendwann so ein bisschen aus der Stadt Braunschweig ins Dörfliche ziehen. Und da brauchst du halt schon ein Auto. Also sonst wird es ein bisschen schwierig. Ja, das ist jetzt nicht mit Berlin zu vergleichen, wo du ja im Prinzip komplett mobil bist, ohne dass du auch nur ans Auto denken musst. Und wahrscheinlich spielt auch rein, dass natürlich in der Region Niedersachsen der Automobilhersteller Volkswagen natürlich schon eine Rolle spielt. Ich kann mir aber auch einfach nur vorstellen, dass es irgendwann mal so eine Prägung in der Kindheit war und da hat es einmal hier so Auto hart verdrahtet. Und deswegen, mir macht die Industrie total Spaß. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich glaube, da liegt auch ganz viel noch vor uns. Ja, wir könnten jetzt noch philosophieren über automatisches Fahren oder was auch immer. Also ich meine, da kommt ja noch ganz, ganz viel. Ja, und sicher, es ist jetzt aktuell eine Phase, wo viele Herausforderungen sind. Ich glaube aber, dass verstanden ist, wie man denen begegnet. Ja, ich habe in einem Vortrag das mal formuliert, es ist eigentlich kein Erkenntnisproblem. Es ist ein Umsetzungsthema. Ich muss jetzt halt Wege finden, wie ich in die Umsetzung komme. Und das hat halt mit Change zu tun. Das, ich glaube, zum Hashtag Change brauche ich jetzt erstmal nicht zu sagen, dass das Herausforderungen hat. Mhm. Jetzt frage ich mich, nach über 10 Jahren bei MHP als Partner, arbeitest du nicht mehr auf jedem Projekt, bist nicht mehr 5 Tage die Woche irgendwie am Folien bauen. Wie viel Zeit investierst du noch in Projekte mit Kunden und wie viel Prozent deiner Zeit investierst du mit der Weiterentwicklung der Firma? Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, dass so mein Beraterweg war so, dass ich bin als Manager gestartet und Beratung ist ja egal, was draußen dran steht, meistens pyramidal mal zumindest von den Leveln organisiert, auch wenn wir eine total flache Unternehmenshierarchie und auch Kommunikation leben. Jetzt bist du am Ende der Nahrungskette.
Ja, jetzt passiert nichts mehr. Ja, also Karriere ist vorbei, das ist klar. Und da waren natürlich die ersten Jahre ganz klassisch davon geprägt, unterschiedliche Projekte zu machen. Ja, so. Da war also die Woche komplett voll mit Projektgeschäft und halt auch in der echten alten Beraterwelt, also mit sehr, sehr hoher Anwesenheit, mit, du hast es genannt, 4 Tage vor Ort, teilweise 5 Tage vor Ort und so weiter. Da hat sich sicher auch einiges verändert, ja, das können wir vielleicht später noch beleuchten. Und dann ist es so, dass durch die Breite der Themenlandschaft bei einer MAP und auch durch die Unterschiedlichkeit von Projekten, also wirklich von sehr kurzlaufenden Projekten zu sehr langlaufenden Projekten, sich immer wieder unterschiedliche Wege für mich aufgetan haben. Ja, also von Teil des Teams zu sein, was dann hier zum Beispiel ein Innovationslab in Berlin mit hochgezogen hat, ja, das war extrem spannend dahin, dass ich Verantwortung, ja, als Führungskraft für andere Beraterinnen und Berater übernehmen durfte, dass ich mir einen eigenen sozusagen, ja, Beratungspart aufgebaut habe, wo ich sehr stark auf Innovationsthemen, User Experience-Themen und so weiter, also ein sehr frühphasig aufgestelltes Team aufgebaut habe. Da ging dann natürlich viel auch, die richtigen Menschen zu finden, die auf diese Story Lust hatten, ja, mit denen dann gemeinsam auch unseren Methodenset zu schärfen, zu finalisieren, die Kundenangänge zu machen. Und damit hat sich sozusagen mein Aufgabengebiet deutlich breiter aufgefächert. Ja, also, dass ich es heute beschreiben würde, es ist sehr viel Führungsaufgabe, Leadership. Ja, es ist viel Business Development im Sinne von, für mich ist das sozusagen, jedwede Kundeninteraktion ist immer auf Augenhöhe und halt auch immer sozusagen zu versuchen, eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, zu verstehen, was ist das, wo du gerade drüber nachdenkst, was sind sozusagen deine Herausforderungen und können wir dabei helfen oder können wir es nicht? Und wenn ich es nicht kann, dann sage ich dir das auch. Also ich glaube, unser Beruf, ja, der Beruf Beratung lebt davon, dass ich mir mit jedem Projekt, mit jedem Quartal, mit jedem Jahr halt einen Ruf, ein Renommee aufbaue. Und das ist halt auch mit einer falschen Entscheidung oder einem falschen Projekt weg. Ich glaube, dass man auch natürlich auch Fehler machen darf. Ja, aber jetzt bewusst dir was zu erzählen, wo ich weiß, dass ich das nicht kann oder nicht liefern kann, das wäre sicher das Falsche. Dann hat sich natürlich eine MAP massiv entwickelt. Ja? Also ich hatte es in der ersten Folge angerissen, als ich angefangen habe, war die Firma, ich glaube, knapp 1.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen groß. Verfünffacht. Wir sind jetzt knapp verfünffacht. Ja? Also wir laufen auf die magische Zahl 5.000 zu weltweit. Da ist natürlich auch ganz, ganz viel passiert. Ja? Also wo auch immer wieder tolle Aufgaben dabei waren, an der Firma mitgestalten zu dürfen. Und heute ist es eine Dualität, dass ich, wie gesagt, die Gesamtverantwortung für das Thema Software-Defined Vehicle habe, mit was ist die richtige Strategie, was müssen wir im Portfolio haben, vor allem, dass es den Beraterinnen und Beratern sozusagen gut geht. Ja, ist natürlich, du auch Happiness Manager? Ja, am Ende ja. Hausmeister und Happiness Manager. Hausmeister komme ich gleich zu. Ich darf dann Volkswagen hat vor einigen Jahren die Carriot ausgegründet oder gegründet. Das betreue ich sozusagen, unsere Projektlandschaft dort betreue ich als kleinen Partner. Kennst du auch Peter Bosch? Mir sind viele Namen sehr geläufig bei der Carriot, ja. Und dann ist Hausmeisterjob, ich darf noch sozusagen die Office-Verantwortung für unsere beiden Wolfsburger Offices ausfüllen. Ach, gleich zwei auf den Wolfsburg? Ja, wir haben gleich. Ihr lässt sich aber gut gehen. Ja. Wir haben. Eins zum Arbeiten, eins zum Feiern. Es ist tatsächlich so, ja, feiern gehört sicher auch dazu. Also wir haben morgen tatsächlich auch ein Office-Event, wo wir dann so ab 17:30 so die Kollegen, die am Standort sind. Wir haben ja noch nicht gesagt, welches Datum zum Glück. Das wird ja auch erst in ein paar Wochen gesendet. Also das ist sicher auch Teil der Unternehmenskultur, dass du sozusagen die Zeit außerhalb des Projektes auch mal sinnvoll fühlst. Auch das hat sich ein Stückchen verändert. Ja, das war vielleicht vor Corona auch noch mal ein bisschen häufiger. Ja, und dann ist eine Woche auch schon relativ schnell um, muss ich sagen. Und dann kommt noch sowas dazu, dass
du netterweise gesagt hast, komm noch mal nach Berlin, lass uns doch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie sieht so ein Berateralltag aus. Erzähl doch mal. Ja. Ja, gut, da haben wir jetzt die Sache gelüftet, ne? Ich habe ja geöffnet mit der Frage, was machst du eigentlich? Ja. Da sind wir immer tiefer reingegangen, auch, glaube ich, warum du es machst, was du inhaltlich machst. Ja. Ist doch schon mal ein Anfang, Jan. Definitiv. Was sagst du zu der Folge? Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht bisher, ja. Gucken, was noch kommt. Gucken, was noch kommt, ja. Ich würde sagen, lass uns auch in die zweite Folge einen Haken machen und eher gucken, dass, wenn das gut ankam, bei deinen Kollegen, bei Mitarbeitern, bei der restlichen Welt, beim VW-Universum, dann kommst du noch wieder. Sehr gerne. Hat mir gut gefallen, fand ich sehr aufrichtig, sehr nahbar, bist ein cooler Typ. Das kann ich so zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Abschließend immer wieder die Frage, wer bis hier zugehört hat, wo kann man mehr von dir erfahren, was du machst? Also wer sich das Googlen ersparen will, ja, dann am einfachsten LinkedIn. Wie gesagt, wenn es irgendwie Bedarf gibt, mal in persönlichen Austausch zu gehen, einfach kurz per LinkedIn anpingen oder irgendwie per E-Mail. Dann können wir auch gerne, wenn es irgendwie um die Frage geht, ist Consulting was für mich? Oder ist MAP wirklich Technical McKinsey? Ja, das diskutiere ich sehr gerne, ja. Steht das bei euch auf so einem internen Visionsboard? Nee, das ist auf meinem eigenen Visionsboard. ich bin der festen Überzeugung, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ja. Ich nehme dich beim Wort, da musst du mal wieder kommen. Definitiv. Also, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting.